Sind heute Abend People Pleaser anwesend? An eurem kecken, leicht nervösen Lachen merke ich ja. Für alle, die das Wort nicht kennen, Leute, die sich angenehm machen, damit es den anderen gut geht und damit andere sie mögen. Also gar nicht hinterhältig, einfach weil sie wollen, dass es den anderen gut geht. Und sind Leute anwesend, die aus Versehen ihren Lebensraum gentrifiziert haben? Ich deute das auch als ja? Nee? 450 Leute, wollt ihr mich verarschen? Irgendjemand von euch hat aus Versehen seinen Lebensraum gentrifiziert. Für mich gilt es nicht mit den 6 Minuten, ne? Gehen wir mal von aus, beide sind da, beide Gruppen von Menschen. Ich habe euch ein Gedicht geschrieben. Es gibt eine Figur, die darin vorkommt, vielleicht kennt ihr die noch aus Schulunterricht, König Midas. Das ist so ein König in der griechischen Mythologie und er ist nicht der Hellste. Und irgendwann hat er einen Wunsch frei und wünscht sich, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Und merkt dann schnell beim Knutschen, Essen und Trinken, ist das ganz ungünstig. Und dann will er das eigentlich gar nicht mehr. Das war mir sympathisch. Das Gedicht heißt Zu Gold. Bitte berühr das nicht. Es wird sich verwandeln. Versuch, das hier nicht zu behandeln, als hätte es nur auf dich gewartet. Es war vorher schon da, wo du jetzt deinen Fuß setzt. So als wäre es auf weißfleckigem Kartengebiet, so als wärst du ein Held, haben vorher schon Leute gelebt, bitte geh. Oder wenigstens fass hier nichts an, das bleibt sonst nicht stehen, bitte sei um Gottes Willen vorsichtig mit deinen Händen und mit dem Gold, das daran klebt. Du kommst an. Es ist ein klarer Tag, alles liegt ausgebreitet vor dir da, Friede den Hütten, denkst du. Und wenn ich es hier schaffen kann, und du kannst es natürlich hier schaffen. Deshalb bist du ja hergekommen. Du kannst hier natürlich was schaffen, hier ist ja noch Platz. Hier kann man noch Füße aufsetzen, ohne dass unterm Absatz was platzt, bisschen dreckig vielleicht. Aber naja, was machst du, schaust dich um in den Gassen, denkst, das wird schon alles hier. Und es wird schon mit mir. Du schwörst dir, hier wird es dir nicht mehr passieren. Keiner weiß, dass du da bist. Integrieren wirst du dich Stück für Straße in diese Struktur. Du schwörst dir, du machst diesen Ort hier nicht cool und doch ziehst du es hinter dir her. Es folgt dir, wohin du dich wendest. Taucht aus den Wänden, umstülpt jede neue Geschichte, die alte Legende. Du ziehst das Gold hinter dir her. Versuchst davor zu fliehen, dann doch, wenn du Angst kriegst, greifst du danach und bezahlst. Sagst das? Nee, das trägt man jetzt so. Überlegst, was zu tun sei und fügst dich sekundenschnell ein. Du siehst gut aus heute Abend. Wie schön du geredet hast. Ich habe im Gespräch mit dir mindestens 3-mal herzlich gelacht, aber auch das ein oder andere Mal nachgedacht, du warst wirklich ein richtig gutes Stück Mensch. Am Ende hast du noch gesagt, dass du Nazis nicht magst, da haben sich dann alle gefreut, weil die auch alle keine Nazis mögen, da habt ihr euch dann gleich wie eine Gemeinschaft gefühlt und es war doch ein schöner Abend. Du hast dich kein einziges Mal daneben benommen, du warst nicht so besoffen, dass du die Kontrolle verlierst, aber auch nicht so nüchtern, dass du die Panik noch spürst. Du gehst nach Hause auf goldenen Straßen und legst dich schlafen und es wird schon alles hier. Und es wird schon mit dir. Die Dealer vom Haus gegenüber sind schon nicht mehr so laut. Die Brache am Ende der Straße wird schon wieder bebaut. Friede den Hütten, denkst du. Und dass du jetzt immerhin neue Freunde hast, die auch keine Nazis mögen. Es gibt ja immer einen gemeinsamen Nenner. Alles, was dich berührt, wird zu Gold. Alles, was du sinnlos lieben willst, wird brauchbar. Für jede Heimlichkeit bist du zu feige oder stolz. Alles, was du anfasst, wird verkaufbar. Und immer wieder dann möchte dein Papa, dass du Revolte machst. Denn immerhin ist 50 Jahre 68 und immerhin bist du sein Fleisch und Blut, du schlägst doch nach ihm. Zumindest die Haare, die Nase, das kommt doch nicht von ungefähr und immerhin ertrinken weiterhin Menschen im Mittelmeer. Und weiterhin die da oben, die Bosse, die Börse, das Finanzkapital, das ist doch da, dagegen kann man sich doch, dein Papa möchte richtig gern, dass du Revolte machst. Du fragst dich noch, ob du das kannst. Du fasst dir an die Brust, sagst, was ich?
Na gut, warum auch nicht? Du weißt, du hast eine Wut in dir irgendwo tief, die sich nicht wegatmen lässt. Vielleicht also das, vielleicht Revolte, vielleicht hilft das, vielleicht ist das wie Joggen, vielleicht geht's dir ja besser danach. Und ist gut, sagt der Kapitalismus. Leg dir die Hand auf den Arm, du kannst alles sein, auch ein Antikapitalist, das ist überhaupt kein Problem, das kriegen wir schon ins System integriert, mach du nur Revolte. Revolte ist so sexy. Und überhaupt, das ist 50 Jahre 68, das ist perfekt jetzt, hier ist ein rotes Shirt, lass dich nicht ablenken, wir wollen gern, dass es echt ist. Du bist so schön, du bist richtig inspirierend, du kannst du nochmal mit der Fahne so, das ist so richtig authentisch, du bist ein ganz, ganz tolles Stück Mensch. Alles, was du berührst, wird zu Gold. Was du als Trotz tun willst, wird umso schneller kaufbar, jede Revolte bleibt nur machen, was du sollst, keines von den alten Liedern scheint dir brauchbar. König Midas hat irgendwann darum gebeten, dass die Gabe von ihm genommen würde. Er nahm ein Bad in einem Fluss, ein neuer Goldrausch entstand an dessen Ufern und der Spuk war vorbei. Wenn du dir etwas wünschen könntest, dann, dass nicht in den Schlussverkauf gerät, was du liebst. In die Top 10 eines Lifestyle-Magazins, auf den Laufsteg, zu Instagram, an die Teenager-Körper der Teenager deines Viertels, die sich wie du auch tragen, als würden sie gerade im Schaufenster stehen. Wenn du etwas spüren willst, dann eine Unebenheit an deinem Körper, die niemandem was angeht. Die nicht am nächsten Morgen dann das neue Eben ist, das neue Rough oder Edgy oder Wild. Du weißt, du hast eine Wut in dir, irgendwo tief, die du nicht richtig greifen kannst. Und wenn du dich etwas trauen willst, dann sie ehrlich zu benutzen. Du bist ein goldenes Kind. Und wenn du etwas können willst, dann aufhören wollen, so zu sein. Also bitte sei vorsichtig. Bitte sei mutig. Vielleicht ist es ja so, das Schöne ist Geheimnis und Verweigerung ist Widerstand. Und wenn du etwas können musst, dann ist es aushalten, dass niemand klatscht. Vielen Dank und viel Spaß. Das war für euch Josephine Bergholz.